Edeka My Veggie Cup. Ja, das ist sozusagen 5-Minuten-Terrin, nur in vegan. Finde ich ganz cool, so eine solche Lösung, denn wir brauchen nicht immer unbedingt tierische Zusatzstoffe da drin. Und hier gibt es zwei klassische Sorten, nämlich einen Bolognese-Style und einen Couscous-Style mit orientalischen Gewürzen. Ob das schmeckt, finden wir heraus. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, heute testen wir My Edeka Snack Cup. Ja, sozusagen 5 Minuten Terrin von Edeka in vegan. Und das zu einem günstigen Kurs. Und, glaube ich, auch mit guten Zutaten. Das ist ja auch mal wieder was. Ja, kleine Snackbeutel mit einmal Spaghetti Bolognese Style, so eine beliebte Sorte, die sie immer viele nehmen. Ich finde das ja immer ein bisschen gruselig, wenn da so getrocknetes Fleisch und so drin ist. Darum kaufe ich mir das nie. Ich kaufe meistens, wenn ich sowas mal kaufe, ja, ich kaufe mir sowas auch mal. Das mache ich aber meistens nur, wenn ich auf Messen fahre. So als Essen, wenn ich nicht weiß, was ich abends auf dem Hotelzimmer noch essen soll. Da habe ich meistens so eine 5-Minuten-Terrine mit und meistens dann irgendeine Käsevariante. Weil das, da ist einfach nur Käse und Nudeln, passt schon. Hier ist es dann mit Bolognese Style, weil hier ist ein Soja-Granulat mit dabei. Oder besser gesagt, ein auf Soja-Basis. Es sind da kleine Würfelchen mit bei, die euch das herzhaften Geschmack des Fleisches mitbieten sollen. Und zusätzlich gibt es noch orientalischen Couscous. Das ist ja auch ein Ding, das lieben ja viele, Couscous mal aufgießen, macht schön satt. Finde ich cool, dass es das gibt. Beide, wie gesagt, vegan. Ihr bekommt hier einmal 68 Gramm, hier einmal 60 Gramm. Gießt ihr jeweils mit 200 ml Wasser auf und kostet 99 Cent. Im Angebot jetzt vor kurzem sogar nur 66 Cent. Und wenn ihr in der Edeka-App ab und zu mal reinschaut, da gibt es manchmal auch noch Coupons. Man sollte ja wirklich diese ganzen, muss man sagen, Supermarkt-Apps sind schon ganz schön praktisch geworden, weil die jetzt alle mit eigenen Coupons um sich schmeißen. Damit kannst du wirklich Geld sparen nochmal bei einigen Produkten, gerade wenn du vielleicht sowas mal öfters kaufen möchtest. Ja, wir probieren die gleich aus. Ich zeige euch aber vorher mal die Zutaten und Nährwerte. Wir gucken mal drauf, was ist denn jetzt hier drin in dieser Spaghetti-Bolognese-Version. Ihr bekommt hier also 44% Teigwaren. Aus Hartweizengrieß, also richtige Nudeln, mit 30% Tomate, 12% Sojadextroat, also das Soja-Granulat, damit ihr das Zeug bekommt. Dann ein bisschen Stärke, Speisesalz, Zwiebeln, Zucker, Maltodextrin, natürliches Olivenöl, sogar das Extra, Knoblauch, Kräuter, Gewürze. 80 Kalorien auf 100 Gramm und 3,9 Gramm Eiweiß. Kaum Zucker mit 3,7, natürlich ist ein bisschen drin, aber du musst eine gewisse Süße in der Tomatensauce haben. Ist so. Aber ja, sonst eigentlich okay. Wir sagen mal, bis auf das Maltodextrin, völlig okay von der Zutatenliste, finde ich. Also Maltodextrin natürlich, ich weiß, dass das immer gerne reingemacht wird, aber ohne wäre es noch geiler. Couscous. Gucken wir mal auf die Couscous-Version. Hier bekommt ihr also Couscous aus Hartweizengrieß mit 9,5% Soja-Eiweiß. Dann sind noch 6,8% Sultanin mit dabei. Das finde ich cool. Das ist ein richtiges orientalisches Couscous. Dann kommt wieder Maltodextrin. Dann Stärke, Speisesalz, Zwiebeln, Gewürze, Kräuter, Zucchini, Tomate, Sonnenblumenöl, Paprika, Karotte. 89 Kalorien, 3,4 Gramm Eiweiß und 2,2 Gramm Zucker. Auch wieder an sich okay. Wie gesagt, bis auf das Maltodextrin ist das Einzige, wo ich sagen würde, muss nicht sein. Aber sonst, für diese Zutatenlisten, die sonst diese 5-Minuten-Terrin haben, ist das schon gut. Keine irgendwie komischen Gewürzextrakte oder so drin, es sind richtige Gewürze enthalten. Es sind sogar richtig Rosinen enthalten, also Sultanin, Rosinen. Da sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, ekelhaft, kann ich nicht, mag ich nicht. Ja, dann ist das leider so. Aber auf ein richtig orientalisches Couscous gehört das eigentlich dazu. Ich bin gleich mal gespannt. Ich bin selber auch nicht der große Couscous-Fan. Meine Freundin schon, die isst denn jetzt gleich, wenn ich den Wagen gemacht habe und für euch probiert habe, isst die den Rest auf. Ich werde, denke ich, mal die andere Variante aufessen. Das ist dann eher mein Ding. Nudeln gehen immer, finde ich jedenfalls. Daumen. Mache ich jetzt mal eine ordentliche Portion Wasser warm, so 400 Milliliter brauche ich ja, weil es sind ja 2x 200. Dann lasse ich die 5 Minuten ziehen, dann zeige ich euch das fertige Ergebnis oder vielleicht auch, wie es beim Eingießen aussieht, mal schauen. Und dann ja, können wir sie probieren. Darum bis gleich. Und hier sind die beiden Becher jetzt einmal. Also ihr seht hier den ganz normalen Inhalt, ihr seht die Füllkante. Wir gießen die jetzt mal direkt auf. Da kann man ja nicht viel falsch machen zum Glück. Und dann rühre ich die gleich einmal durch, lasse die ein bisschen quellen. Ups, wo ist die Kante? Da war die Kante. Ja, wo sind meine Löffel? Und dann schauen wir gleich mal, ob das ein leckeres kleines Snackgericht ist oder ob es nicht ist. Das werden wir herausfinden. Auf den Couscous bin ich besonders gespannt. Der riecht sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also schauen wir mal. 5 Minuten warten. Ja, ihr Lieben, und hier sind sie jetzt mal beide auf einem Löffel. Ich dachte mir, das ist ein bisschen schöner, da kann ich euch das besser zeigen als jetzt nur in diesem Becher. Ja, und hier sieht man dieses Couscous, das ist wirklich wunderbar aufgequollen. Also, das hat wunderbar geklappt. Ist eine schöne Portion in diesem Becher dann drin.
Hier auf dem Löffel seht ihr jetzt auch die Sultanin, ihr seht ein bisschen Zucchini, da ist Tomate dabei oder Paprika, was das jetzt war. Tomate dürfte das nicht sein. Ja, und hier ist die Nudelvariante. Die ist auch sehr, sehr gut geworden. Sehr, sehr cremige Soße, schön dickflüssig. Ich bin ja da ein Fan von, wenn das nicht so wässrig ist. Aber sieht sehr gut aus, riecht auch sehr, sehr schön tomatig. Ja, aber das sind sie beide. Ich kann sie euch beide auch nochmal im Becher zeigen. Hier seht ihr nochmal die Sachen. So sieht es dann im Becher aus. Also, ja, kann man auf jeden Fall machen. Jetzt bin ich nur gespannt, wie es schmeckt. Ich hoffe, es ist lecker. Und jetzt werden beide probiert. Und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Wie gesagt, es riecht gut. Couscous hat einen sehr, sehr schönen Geruch. Also wirklich diese orientalischen Noten, aber nicht zu übertrieben. Und diese Tomate-Version riecht einfach nur kräftig, kräftig nach einer Tomate mit Nudeln. Also da bin ich jetzt auch mal am meisten gespannt drauf. Weil ich bin ja, wie gesagt, ein Fan von. Und wenn das lecker schmeckt in der Variante, nehme ich mir das zukünftig mit, wenn ich auf Reisen bin. Weil warmes Wasser kriegt man immer zusammen. Also selbst wenn kein Wasserkocher auf dem Zimmer ist, ich habe das auch schon gemacht mit heißem Wasser aus dem Wasserhahn, funktioniert auch, dauert ein bisschen länger, bis sie dann fertig sind, weil es ist ja nicht so heiß wie gekochtes Wasser, funktioniert aber, habe ich auch schon gemacht. Probieren wir mal die Tomaten, den My Veggie Snack Cup vegane Pasta Bolognese. Also, schauen wir mal. Kannst du blind kaufen. Also, vielleicht jetzt nicht die Mega-Portion. Ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr Inhalt wünschen, weil das ist, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen was in die Ecke gekehrt. Das sind vielleicht jetzt nur so, ich habe jetzt schon zwei große Esslöffel genommen. Ich habe hier noch einen vor mir, sind also drei. Und das sind vielleicht auch nochmal drei. Das sind vielleicht nur wirklich nur so sechs Esslöffel. Und dann ist das Ding leer. So ein bisschen mehr wäre cool. Aber geschmacklich super. Richtig schön tomatisch. Du hast dieses Umami sofort auf der Zunge. Also wenn wirklich alle Geschmacksknospen angeregt werden, was ja bei Tomate immer sehr, sehr geil ist, wenn das geht. Also Zutaten passen auch. Maltodextrin, wie gesagt, das finde ich cool, wenn es vielleicht nicht drin wäre unbedingt. Zucker ist ein bisschen zugegeben worden, ist aber normal. Das macht man bei einer Tomatensauce auch. Da gibt man ein bisschen Zucker zu, weil Zucker rundet auch im Geschmack viel ab. Viele schimpfen ja dann immer drauf, oh, da ist Zucker drin. Ja, aber Zucker ist immer noch ein Gewürz. Es ist die Menge am Ende. Aber das ist eine leckere Portion. Also finde ich richtig lecker gelungen. Also da habe ich schon schlechtere Nicht-Vegan und Co. gegessen. Du hast so dieses Sojakanulat, keinen Beigeschmack oder sonstiges, hast aber diese leicht herzhafte Note und diese leichte Konsistenz, ob das so kleine Hackbröckel wären. Oder Stücke. Aber mega lecker. Das kriegt verdiente wirklich 5 von 5, wenn wir es in dieser 5-Minuten-Kategorie mal sehen. Das ist jetzt nicht das beste Produkt schlechthin, darum geht es hier gar nicht. Aber für diese 5-Minuten-Terrinen, perfekt. Kannst du nichts Negatives zu sagen, finde ich. Das schmeckt einfach, so wie es schmecken soll. Schön tomatisch, schön frisch. Auch wenn so ein Trockenprodukt ist, hat trotzdem diesen frischen Charakter. Du schmeckst Gewürze, die Nudeln sind super. Sehr, sehr positiv angetan. Für 99 Cent kaufe ich mir direkt die Tage nochmal ein paar. Also auch wie, wenn ich hier oben manchmal am Schreibtisch sitze. Ich arbeite ja auch hier zu Hause. Wenn du nicht weißt, was du mittags essen willst. Und das ist so ein Ding, das kannst du dir mal schnell aufwärmen, sozusagen. Also mal kurz mit Wasser aufgießen, nach 5 Minuten hast du wenigstens was gegessen, hast aber nicht jetzt den größten Schund zu dir genommen. Kannst natürlich auch ein Brötchen und Co. essen, aber bevor man sich jetzt irgendeinen Scheiß reinzieht, ist das eine gute Sache. Also lecker, empfehle ich euch wirklich. Also das ist wirklich gut. Und obwohl es Soja ist, ich bin ja kein großer Soja-Fan, auch weil ich es nicht vertrage, das ist eine Menge, die vertrage ich ganz entspannt, weil das so minimal ist. Und es hat halt keinen Beigeschmack, gibt ja aber dieses Feeling, was erwartet ist. Und es ist besser, als wenn man sich diese Varianten mit Fleisch kauft, weil die gibt es ja auch, weil dieses getrocknete Ministückchen Fleisch, was hier drin ist, das will man am Ende auch nicht essen. Also normalerweise, wenn man darüber mal nachdenkt. Ja, die Couscous-Version, die ist natürlich jetzt nochmal ordentlich nachgequollen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Ich bin bisher kein riesen Couscous-Esser. Liegt bei mir aber eher dran, dieses Feinkörnig. Ich bin kein Riesenfan, wenn es so extrem feinkörnig ist. Es ist einfach wie ein Konsistenzding. Meine Freundin freut sich aber leicht drauf, die will es unbedingt essen. Der Couscous, muss ich sagen, ist schön zart. Ist zwar gequollen, aber nicht irgendwie hart oder sonstiges.
Ja. Wenn ich sage, da ich nicht der große Couscous-Esser bin, du hast aber orientalische Gewürze, du hast eine gewisse Salzigkeit. Ich weiß nicht, ob hier ein bisschen Minze drin ist. Vorne auf dem Blatt ist das drauf und ich habe gerade schon überlegt, was ist dieser eine Geschmack, der jetzt so ganz leicht dazwischen ist, so ganz fein. Das könnte wirklich Minze sein. Die Sultaninen oder Rosinen bringen eine feine, leichte Süße mit rein, ohne dass sie irgendwie präsent oder mega präsent vom Geschmack sind. Und zugleich hast du aber auch eine gewisse Herzhaftigkeit und Schärfe mit dazwischen. Also es ist auch ein ganz leichter Schärfegrad mit dabei. Also es ist lecker auf seine Art. Das ist, wie gesagt, ich bin kein Couscous-Esser. Ich würde es mir persönlich nicht nochmal holen. Aber wer Couscous mag, also kann ich mir vorstellen, dass er das auch mag. Also für so eine 5-Minuten-Ding. Kann ich nichts groß Negatives zu sagen. Denk nur gerade drüber nach. Ich persönlich würde mir da so ein paar Feta-Würfel reinwerfen. Ich bin ja so, manchmal ist man so ein bisschen abartig. Ich weiß nicht, wer jetzt richtig orientalisch steht und sagt, wie, du wirfst da Feta rein, das geht gar nicht. Das ist ja wie so ein eigener Geschmack, aber ich mag halt sowas, wenn da sowas dazwischen ist, so ein bisschen was Kräftigeres in die Richtung Käse. Wäre dann nur noch vegetarisch. Aber auch lecker. Kann ich, wie gesagt, punktemäßig nicht optimal einschätzen. Ich würde es für das, was ich bisher so an diesen Produkten gegessen habe, auch mit einer 5 von 5 bewerten, weil es wirklich auch sehr lecker ist. Ich würde es mir nur persönlich nicht nochmal holen. Das ist einfach nur, weil ich kein Couscous-Esser bin. Ich werde meine Freundin vielleicht probieren lassen. Wenn ihr wissen wollt, was die gesagt hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich euch gerne sagen, ob sie sagt, es schmeckt super lecker oder ob sie es negativer bewertet hätte. Auf jeden Fall beides leckere Gerichte für den Preis bei Edeka zu bekommen. Macht ihr nichts mit falsch. Könnt ihr ohne Bedenken mitnehmen. Wie gesagt, bis auf das Maltodextrin habe ich da nichts Großes dran zu mäkeln. Darum bin ich gespannt, ob ihr sie schon probiert habt oder probieren würdet. Muss es für euch unbedingt die Variante sein, wo irgendein Käsepulver mit dran ist oder irgendwelche Fleischkrümel mit drin sind? Oder tut es auch zum Beispiel hier die vegane Alternative, die wirklich super ist als Nudelalternative? Da freue ich mich jetzt gleich drauf, die aufzuessen, weil die schmeckt wirklich gut. Also für ein Fertiggericht, für den Preis, geht super klar. Kann man sogar auf einer Autofahrt mitnehmen, weil selbst an der Tankstelle kriegst du heutzutage ja heißes Wasser. Also man könnte sich ja heißes Wasser in so einen Becher holen, aus so einem Kaffeevollautomaten und könnte sich dann das auch warm machen. Also es ist ein geiles Gericht, was man gut auf Reisen mitnehmen kann. Also danke fürs Foodschauen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt oder schon, ob ihr es probiert habt und wie es euch geschmeckt hat. Wir sehen uns bei eines der nächsten Videos. Bis dahin, ciao, euer Bob.